Vorne ist der Ausgang. Wo? Da. Ach da? Oh Gott. Okay. Aber wir haben jetzt keine Kugel gekriegt, wa? Nee, aber vielleicht. Vielleicht jetzt? Vielleicht bekommen wir jetzt ja noch eine Kugel. Oh, ah ja, guck mal, hier hat er ja mein RTL. Bim, 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 bim. Der Schlüssel. Ja, warte. So, jetzt. Ja, man muss ihn noch mal bewegen. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Aha. Okay. Ah. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich. Deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ein wahres Kind zurück. Auch wenn es schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Von wem? Am Anfang ist doch das Kind einer Mutter weggerannt. Ja, ja. Bei der Shadow of Village, genau. Story. Richtig. Hm. Könnte natürlich auch sein. Der 6-flügige Embryo-Schlüssel. Das ist schon eine eklige Scheiße irgendwie. Also. Boah. Aber wir müssen doch jetzt zu dem Schatz zurückkommen, oder? Das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir irgendwie den Schatz uns da noch cachen können. Blendgeschosse. Ey, wo ist dieser Granatwerfer? Ich will ihn haben. Da! Ah, cool. Oh, Engelstatue aus Silber. Nice. Ah, bringt so, uns auf jeden Fall. Kurz nach da, Ziege, geradezu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weil hier fehlt uns ja jetzt die... Nee, haben wir doch. Nicht. Ja, ist okay. Kübbeldi-dübbeldi. Wo du Netzländer sagst. Schnubbeldi-dubbeldi, genau. War jetzt ganz schön viel Kugel für Tür aufmachen. Finde ich persönlich. Oh, schade. Großer Gun. Ja, und nochmal gucken. Oh. Liegende Glücker. Wo denn? Also, ich gebe dir recht. Da. Fly on the wings of love. Guck mal. Oh, Kugel, Meerjungfrau. Na Mann.
Der hat mich schon gefangen. Nice. Schöner Schuss, Benny, schöner Schuss. Ah, shit. Ich noch irgendwo ein. Magnum. So, ist der jetzt hier eventuell runtergefallen? Nee, der ist da oben. Leider geblieben. Nein! Ist hier unten Nein! Was? Oh. Boah, Alter, hier so einen schönen Pferdehaufen-Gulasch. Hier mach ich den, Alter, mal lieber Herr Gesangsverein, ey. Bitte. Achso. So, noch einer. Hallo! Bleib liegen. Okay, also hier gibt's auf jeden Fall guten Loot. So, achso, hier geht's nach oben, dann kannst du hier so rüber hovern. Okay. Jetzt sind nämlich hier Passagen. Ja, warte mal. Was denn? Soll ich mal erstmal nach oben rum? Vielleicht liegt da irgendwas. Eine Magnum. Ja, und Kraut. Le Kraut. Ich würde sowieso erstmal hier unten die Wege noch lang laufen. Hm. Zum Beispiel hier lang. Mal hier gibt's nämlich noch Brünnchen. Brunnen, aber ich glaube, das ist immer so ein Werwolf. Ich auch. Aber das ist anscheinend noch weit genug vom Iraq. Oh, guck mal da hinten. Ah, das Sägewerk, ne? Blendgeschoss. Hey, Blendgeschoss. Scheiße, Alter. Du findest mega Munition, aber wir nicht geknifft dafür. Das darf nicht wahr sein. So, hier gibt's da bestimmt. Da drinnen. Ich hoffe nicht, dass das wieder diese. Geht mal kurz durchs Fenster, nicht, dass das Obervieh ist. Ja, das eine Fenster habe ich nicht gesehen. Ich dachte, dass es vielleicht hier noch irgendwie was gibt. Ah, nee. Haben wir eigentlich von hinten einfach so? Ja, so ein Stealth-Kill wäre geil, ne? Ja. Noch einer. Nee, doch nicht. Das hörte sich gerade so an, als wenn er noch in der Wehr. So, was haben wir hier? Der Käse. Jawoll! Wolfsbane! Alter, was ist das denn? Ist das die Magnum? Hier mit Taschen? Ja, da machen wir doch. Da schaffen Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Da schaffen wir Platz für. Magnum gefunden. Jetzt haben wir noch hier was zum Lesen. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit Cadieux machen. Ein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Cadieux gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Cadieux eingepflanzt und dann habe ich mir eine Nadel Wolfsblut ins Rückenmark gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es ewig getan. Jetzt muss ich es füttern. Okay. Das war das Vieh, was neben dem Fernseher stand, war. Jetzt muss ich, ja genau, das ist ja dieses Cardieu. Das ist ekelhaft, Alter. Bist du dir sicher, dass ich die Werwolfsgeschichte jetzt nicht nehmen sollte, die Magnum? Es ist ein Werwolf, Alter. Ja, das hat sich gerade nach dem Großen angehört. Ach, easy. Selbst den Großen, glaube ich, könntest du damit auch nicht töten. Es ist sogar der Große. Ha! Meinst du nicht, dass ich ihm damit schade? Normale Kugeln wirken nicht. Ich weiß, so, die Frage ist jetzt aber auch, warum kriegt dieser nervende Wichser jetzt hier rum irgendwie? Ja, weil wir die Magnum gefunden haben. Das ist meine Theorie. Ja, wenn hier eine Speicher... oh, schön. Wenn hier eine Schreibmaschine stehen würde, dann könntest du ja speichern, dann könntest du deine Theorie gerne austesten, ob das was bringt, das Vieh zu töten. Haben wir hier keine Speicherpoints? Naja, müsstest du dann zurückgehen.
Komm, wir versuchen uns mal jetzt hier, weil ins Gebäude kommt er ja selten. Hallo! Bin ich hier erstmal rein? Ah, hier bin ich safe, aber er gibt doch einen Fick auf mich. Okay, dann. Okay, oh, dann brauche ich auch nichts ausprobieren. Wenn er mich so in Ruhe lässt. Okay. So, jetzt würde ich mich mal die Kugel einsetzen. Mobilkasten. Genau. Damit wir hier nämlich noch das wunderschöne Dingensbummens bekommen. Wo ist denn hier? Leichnam der Frau. Kugel. Meerjungfrau. Snibbity snap, snibbity snow, 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 snow. So, schön rauslassen, genau. Schön, 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 schön. Ja, wo geht's hin? Da bist du. Ulla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 l
Okay. Zielen und F drücken. Dann. Ja, okay. Okay. So, was ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Achso, wir können ja hier nochmal gucken. Wir können da nochmal gucken, genau. Und das Schweinchen. Wir wollten das Schweinchen. Mechanische Tür. Stimmt, hier ist die mechanische Tür. Hier ist die mechanische Tür. Endlich. So, Kurbel. Bisschen was verballern. Stimme hat gesagt, ich darf hier ballern. Oh Baby, baller. So, und jetzt noch Schweinefleisch. Seltenstes. Nee. Na, ich glaube, hier kommen wir. Ach so, nee. Wir kommen mit dem sechsflügeligen Schlüssel kommen wir weiter. Hier jetzt. Ja, weil hier wollte ich jetzt mal gerade kurz gucken, was gibt es hier? Muss ja irgendeinen Grund geben, warum wir hier hinkommen. Weil ja, da ist um noch diese Kiste. Truhe ranzukommen. Das sieht doch aus, als wenn es Taubenblutrubin. Dann können wir mal gucken, ob der an die Kette passt. Aha! Nice. Das ist aber nur ein Teil von zwei. Cool. So, jetzt wolltest du wohin? Zum Schweinchen, was? Schweinchen-Babe. So, das Schweinchen-Babe? Nein, wir geben ihm keinen Namen. erste Regel auf dem Land. Oh. Erlesenes Wild. Ja. Fisch. Was mich auch wundert, ist, dass wir den Fisch wir haben alle Zutaten nicht gefunden beisammen. Haben. Gut. Ja. Vielleicht kommt er ja noch. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Mhm. Motorboot. Ha. Okay. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ich glaube, mit dem Motorboot könnten wir fischen gehen. Und ich glaube, dann finden wir auch den wunderbaren, legendären Fisch. Na, dann machen wir das doch mal. Auf geht's. Nein. Gehen wir doch mal fischen. Dürfte ja auch kein großer Seemonster mehr irgendwie abstressen. Das ist die Frage, wo wollen wir hin? Wollen wir jetzt erstmal da lang oder wollen wir da lang? Überrasch mich, ich habe keine Ahnung. Fahren wir mal hier lang. Und hier ist Steg. Steg. Wo kommen wir denn hier hin? Kennen wir den? Ja, den kennen wir doch. Da waren wir doch schon mal, oder? Mann. Waren wir hier schon mal? Oder? Ich bin ja mal da. Nur auf die Karte. Ich bin der Meinung, nein. Das sieht alles sehr gut aus. Nee, waren wir noch nicht. Denn Explore. Okay, mal gucken, was uns hier so in der Höhle erwartet. Ja, lauf weiter. Weiter. Okay. Okay. What? Okay. Was ist das denn? Okay. Schau an. Hier gibt es ein paar neue. Antike Münze. Nein, echt jetzt. Was? Antike Münze? Nein, antike. Okay. Und? Entertainment? Kronkel. Oh, nice. Ja, können wir den immer nicht direkt. Na, kannst du nicht sagen, benutze? Also halt kombinieren von da aus? Nee, leider nicht. Ich kann klicken, was ich will. Ja, ja, dann packt doch die eine Brandgranate raus oder irgendwas. Wird wo? Heute für eine Brandgranate? Achso, hier nimmst du die Rohrbombe? Nee, ja. Zum Beispiel die. Nicht die, warte. Nein.
Ich muss erst noch hier raus. Ja, Inventar schließen. Geh mal hier ins Inventar. Ja, komm, ausrüsten. Denn hier, machen wir mal hier sinnfrei. Wiedersehen. Genau. Teil ausrüsten. Nee. Da. Ja. Und, was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, wir werden den hier erstmal ersetzen. Mit der Kurzwaffe. Bis jetzt habe ich immer noch mit der anderen geschossen. Ja, aber denk dran, die hat eine kürzere Distanz. Ah, okay. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was hat denn hier der liebe Laptop? Was finden wir hier noch? DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalvi Mutter 10. Oh, ich hasse dieses Wort. Muttermycet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig. Wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Mutamycet, Alter, halt mich schon bei Resident Evil, habe ich mir so ein abgebrochen mit diesem Wort. Also, Mutamycet. Eigentlich easy auszusprechen, mal. Ist das auch eine Kiste? Können wir da was abpacken drin? Nee, leider nicht. Ich hatte gedacht, dass ich da was hinschmeißen kann, aber nein. Was ist denn da los, Alter? Flap. Twap. Web, Alter. Du hast doch noch überlebt. Jetzt nicht mehr. Interessant wäre ja mal, was das für eine Münze war. Das ist ja mal ein gammiger Baum, Alter. Okay. Was für eine Münze? Angriffs- oder Verteidigungsmünze? Wir gucken gleich mal draußen. Ich bin mal ganz kurz schnell weg vom Baum. Diese Wurzeln sahen jetzt nicht sehr... Friedlich aus, ne? Genau. So, wir gucken mal. Münze. Münze? Antike Münze. Ah, okay. Ist einfach nur eine Münze. Und okay. Dachte, also bei Resident Evil 7 war ja halt so eine. Gab es Münzen für Verteidigung oder Angriff. Stimmt. Zum Beispiel. Und deswegen wäre mal interessant gewesen, ob das jetzt irgendwie eine Kombination ist. Geht's auch noch irgendwie lang? Hier auch nochmal lang, oder? Das sieht doch nach seltenem Fisch aus hier. Der gelbe. Putti-put. Putti-put. Ja. Twam. Feinster Fisch. Sehr gut. Nehmen wir noch den Rest hier mit? Jawoll. Oh. Was? Ach, weil der so länglich ist. Bin heilig irgendwie. Oh, ich wollte gerade sagen, komm, jetzt, ja. Dann machen wir jetzt hier kurz C. Heilig. Salve. Wir waren sowieso leicht eingeschlagen. Was? Ah, ich war zu schnell. Okay. Was wäre zu schnell und zu furios? Ah, too fast. And too furious. So, jetzt. So. Ja, geil. Dann können wir jetzt ja noch das vorletzte Rezept machen oder so. Aber gerne. Aber gerne. So, und zwar das hier. Nein, uns fehlt ein bisschen Fisch. Weiter so. Zwei Fisch fehlen uns. Ja, was denn? Ich hoffe nicht irgendwie, dass das diese Bähnen-Fischstücken sind, die wir am Anfang verkauft haben, die jetzt fehlen, Alter. Das wäre so assi. Also insgesamt fehlt uns ja hier auch nochmal drei Fisch. Ja. Das ist dreierlei Mittelteil. Und hier fehlt uns auch nochmal vier Fisch. Also Fisch bräuchten wir eh noch. Was wollten wir jetzt als nächstes machen? Das Glas einsetzen. Ah, stimmt. Glas einsetzen. Balkon, Arme. Okay. So,
Denn wäre nochmal interessant irgendwie zu speichern und zu gucken, ob wir diesen Werwolf da oben mit der Magnum töten können. Mit der Wolfsbane. Wo bist du? Ja, da höre ich dich doch. Achso, nee, warte, falscher Bereich. Ich wollte ja dahin gehen, wo ich ein bisschen mehr sehe. Damit wir nicht blind schießen. Naja, komm ruhig mit. Huch, da bist du ja. Wow, okay. Alles klar. Ah, krass, wie er sich zurückverwandelt. Urzeitbestie. Alles klar, also die Wolfsbane ist der Bringer. Das ist es. So, packst du gleich, nimm gleich das Messer in die Hand. Ja, ist ja gut. Ja. Wir alle kennen noch den Benny. Ja, das ist richtig. So, dann gehen wir jetzt mal die Sache hier verkaufen. Willkommen, Ethan. Ja, herzlich willkommen. Wie viel gibt das? Das gibt bestimmt gute... 80.000, Alter. Oh, krass. Okay. Lass mal. Da sind wir saniert. Essen ist Leben. Oh. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Nice.